sah die Generalprobe aus aus deiner Sicht eine Woche vor dem ersten Punktspiel gegen Nördingen? Ja, ich denke, der Gegner hat es uns relativ schwer gemacht. War ein guter Test nochmal für die Generalprobe. Und ja, ich denke, wir sind jetzt noch, oder haben noch eine Woche Zeit, uns vorbereiten zu können für Nördingen. Und dann schauen wir mal. Wie siehst du die Form des FC Homburg zurzeit? Ist sie schon sehr stark oder gibt es noch einige Luft nach oben spielerisch? Ja, ich denke, wir haben noch die ein oder andere Verbesserung zu machen nächste Woche. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir gut vorbereitet und haben eine gute Vorbereitung gemacht. Siehst du die Chancen, jetzt in Nördingen gut zu starten? Ich stelle uns gute Chancen aus in Nördingen. Und ja, mal schauen, was Freitag passieren wird. Angelo Vaccaro, wie siehst du die Form des FC Homburg 8 Tage vor dem ersten Spiel beim FC Nördingen? Ich habe heute ein ganz gutes Spiel gesehen. Bis auf die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit haben wir, denke ich, ganz gut gespielt, hatten auch ein paar Chancen. Das Tor muss ich jetzt nochmal schauen, ob das ein Torwartfehler war oder nicht, aber wir sind im Soll und bis nächste Woche haben wir noch 8 Tage Zeit, noch darauf hinzuarbeiten. Die Mannschaftsformation ist noch offen, denn es gibt mehrere Variationen für verschiedene Positionen. Die ist noch offen, ja. Bis nächste Woche kann viel passieren. Formtief kann sich nicht mehr verletzen, der Trainer hat irgendeine Idee. Das muss der Jens dann auch am Ende entscheiden, wen er aufstellt und wer sich nächste Woche gut präsentiert. Aber wir haben auf alle Positionen genug Optionen und wir haben eine schlagfertige Truppe für nächste Woche. Was kann man beim FC Nördingen erwarten? Mehr Offensive oder volle Pulle auf 3 Punkte oder wie siehst du das? Mir ist es eigentlich egal, Hauptsache wir gewinnen und holen die 3 Punkte. Dankeschön. Jens Kiefer, ein gelungener Test zum Abschluss der Vorbereitung eine Woche vor dem ersten Spiel beim FC Nördingen. Ein gelungener Test. Wir haben nicht gut gespielt heute. Es war ein guter Test, aber das heißt ja nicht, dass wir gut gespielt haben. War ein letzter Test, der nicht gut war und mit dem wir nicht zufrieden sein können. Wir müssen uns für nächste Woche steigern. Was war nicht so gut aus deiner Sicht? Alles. Wir haben 15, 20 Minuten gut angefangen, haben die erste Halbzeit so 3, 4 gute Situationen nach vorne gehabt, war zu wenig. Waren defensiv auch wieder am Anfang okay und dann haben wir zu viele Löcher gehabt. In der zweiten Halbzeit waren wir zu konteranfällig gewesen und das war nicht gut. Aber der eine oder andere gute Angriff mit Schadli und Geiser war doch in Ordnung, oder? Ja, das war in Ordnung. Wir hatten auch gute Angriffe, aber unser Spiel war gerade in der zweiten Halbzeit dann zu strukturlos. Wir waren zu offen und so können wir nicht spielen. Das war nicht gut. Es fehlt also noch der Feinschliff für das Spiel gegen Nördingen. Ja, wir haben jetzt auch in der Vorbereitung sehr gute Tests gehabt, wo man gesehen hat, wir haben kaum hinten was zugelassen. Es ist auch immer, es gibt halt in der Vorbereitung Spiele, solche. Jedenfalls müssen wir uns wenn wir nur von diesem Testspiel heute ausgehen, müssen wir uns steigern für nächste Woche. Eine missglückte Generalprobe und dann eine gute Start. Sie war ja jetzt auch nicht völlig missglückt, es war halt nicht gut und das ist halt immer so, es ist im Fußball so, wir haben schon alles erlebt, gute Testspiele, Scheißstart, schlechte Testspiele, sehr guter Start, da brauchen wir jetzt auch nicht alles zu bewerten, aber wir wissen, dass wir nächste Woche an den 100% sein müssen, auf dem Platz alles abrufen müssen, um zu punkten.